Die letzten Kapitel drehten sich rund um die ehemaligen Samurai der Meere. Beispielsweise erst vor kurzem haben wir die Kopfgelder erfahren von Buggy, von Mihawk und von Sir Crocodile. Und wir haben auch erfahren, dass die drei die Cross Guild, die Kreuzgilde, gegründet haben. Dazu haben wir im letzten Chapter gesehen, dass Boa Hancock ein Kopfgeld von 1,659 Milliarden Berry hat, Blackbeard hat fast 4 Milliarden Berry und Blackbeard wollte Boa Hancocks Kräfte. Und weil wir uns gerade zwischen den Arcs befinden, Wano Kuni und eben der nächsten Insel der Strohpiraten, und weil wir auch gerade in den letzten beiden Kapiteln die ehemaligen Samurai der Meere gesehen haben, können wir davon ausgehen, dass sich jetzt eben die nächsten Kapitel und vor allem auch Kapitel 1060 rund um die ehemaligen Samurai der Meere dreht. Und die letzten drei Samurai, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben, sind Gecko Moria, der sich gerade bei Blackbeard befindet, Doflamingo, der im Level 6 des Impidon gefangen ist, und Edward Weevil, der angebliche Sohn von Whitebeard. Wieso wir in One Piece Kapitel 1060 Edward Weevil sehen werden und was dabei auch sehr wahrscheinlich passieren wird, das erfahrt ihr in diesem Video. Also Leute, ihr könnt sehr gerne den Kanal unterstützen in Form eines Likes, Abos oder Kommentars. Das wäre auf jeden Fall sehr nett. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Shusui One Piece. Alles rund um One Piece Theorien. Weeha! Edward Weevil, der angebliche Sohn des ehemaligen Kaisers, der ehemaligen stärksten Person in One Piece, so wie es scheint, Whitebeard. Ist er wirklich der Sohn von Whitebeard? Das können wir noch nicht beantworten, wir wissen bis jetzt zu wenig. Es scheint eher nicht der Fall zu sein. Dennoch wissen wir auf jeden Fall, dass Miss Bucking und Whitebeard vor 40 Jahren auf demselben Schiff waren. Und das war eben sehr wahrscheinlich das Schiff der Rocks Piratenbande. Dennoch unabhängig davon, Edward Weevil ist ein Charakter, der von seiner Mutter Miss Bucking gesteuert bzw. gelenkt wird. Sie gibt die Richtung an und Edward Weevil ist eben die Person, die das Ganze vollstreckt, weil er eben unfassbar stark ist. Kizaru meinte zu Edward Weevil, er ist so stark wie ein junger Whitebeard. Wie jung der Whitebeard war, den Kizaru meinte, das wissen wir natürlich nicht, aber es wäre rein theoretisch auch möglich, dass Edward Weevil unfassbar stark ist, beispielsweise selbst mit einem Kaiser oder mit einem Admiral mithalten könnte, denn wenn Edward Weevil eben so spät erst in die Story so richtig eingebaut wird, dann muss er unfassbar stark sein und deswegen wäre es nicht unwahrscheinlich, dass Edward Weevil eben auch ungefähr so stark sein wird wie ein Kid, wie ein Law, wie auch ein Ruffy. Das sehen wir zum Beispiel auch daran, dass wir in Kapitel 903 die Zeitung gesehen haben. In der Zeitung waren die neuen Kopfgelder der Strohpiraten nach Whole Cake Island. In dem Fall war es eben nur so, dass Ruffy ein neues Kopfgeld bekommen hat von 1,5 Milliarden Berry und Sanji von 330 Millionen Berry. Und in der Zeitung stand auch drin, dass Ruffy der Bruder von Sabo ist. Aber auf der Rückseite der Zeitung, was nur mit einem Panel gezeigt wurde, aber nicht irgendwie mal beschrieben wurde oder erwähnt wurde, haben wir gesehen, dass dort ein Bild von Edward Weevil war und darüber das Bild Warning, also Warnung. Edward Weevil ist unfassbar gefährlich, weil er unberechenbar ist. Man kann nicht einschätzen, was er als nächstes tun wird, wahrscheinlich auch in Verbindung zu seiner extremen Dummheit. Aber was hat Edward Weevil vorgehabt? Edward Weevil wollte die ehemaligen Whitebeard-Piraten sehen, beziehungsweise er hat sich auf die Suche gemacht nach den ehemaligen Whitebeard-Piraten, wie zum Beispiel Marco, um die Schätze von ihnen zu bekommen von Whitebeard, weil Miss Bucking geht davon aus, dass Whitebeard sehr viele, sehr große Schätze gehabt hat und diese möchte sie natürlich haben, weil sie auch reich werden möchte. Und dabei hat sie auch ihrem Sohn Edward Weevil eingetrichtert, dass er der rechtmäßige Erbe wäre von diesen Schätzen, weil er ja auch anscheinend der leibliche Sohn von Whitebeard ist und dabei, so wie es aussieht, auch der einzige leibliche Sohn. Aber was spricht eben dafür, dass Weevil in Kapitel 1060 auftreten wird? Sowieso scheint es wahrscheinlich, dass wir Edward Weevil im nächsten oder übernächsten Kapitel sehen werden, weil bis jetzt alle ehemaligen Samurai der Meere gezeigt wurden zwischen Wano Kuni und dem neuen Arc, aber es fehlen drei Samurai, wie schon vorhin erwähnt, Moria, Doflamingo und vor allem eben auch Edward Weevil. Edward Weevil ist der einzige von den dreien, der unabhängig ist. Moria ist bei Blackbeard und muss sich ihm eben anschließen, ansonsten wird er eben getötet, was, wie ich denke, nicht passieren wird. Also ich gehe davon aus, dass sich Moria eben den Blackbeard-Piraten anschließen wird. Und Doflamingo ist im Gefängnis, da wird auf jeden Fall noch was passieren in Bezug eines Ausbruchs. Aber trotzdem ist Doflamingo erstmal eingesperrt und kann von sich aus erstmal nichts tun. Dabei ist eben Edward Weevil der einzige von den dreien, der machen kann, was er möchte, so gesehen. Er wird jetzt auf jeden Fall für große Probleme sorgen und so wie es aussieht, schon in Kapitel 1060. Denn die Leaker bzw. die Personen, die One Piece Spoiler zum nächsten Kapitel veröffentlichen, die posten schon ein bis zwei Tage, bevor sie die Spoiler rausbringen, erste Hinweise auf die Spoiler, beispielsweise deren erste Reaktion auf das Kapitel oder eben andere Sachen, wodurch wir darauf schließen könnten, was im Kapitel passieren wird. Und einer dieser Hinweise ist eben ein W mit einer Raupe und dabei heißt eben Weevil. Das Wort Weevil, was eben auch der Name ist von Edward Weevil, das Wort Weevil heißt auf Deutsch übersetzt Rüsselkäfer und so
somit wäre dann eine Verbindung zu einer Raupe, weil die Raupe Weevil darstellen könnte, weil Weevil eben auch der Name eines Käfers ist. Deswegen wäre das sehr gut vorstellbar, natürlich auch in Verbindung zum W, entweder wegen Weevil oder auch einfach, weil Weevil gewonnen hat. W eben als Zeichen dafür, dass er irgendwas Großes erreicht hat, und ich gehe auch davon aus, dass Weevil gezeigt wird und dass er auch was Krasses geschafft hat, was für riesige Probleme sorgen wird, und das für Marco. Denn wir haben im letzten Kapitel gesehen, dass Marco von den Roter Piraten auf Sphinx abgelassen wurde, beziehungsweise die Roter Piraten waren in der Nähe von Sphinx Island und Marco ist abgesprungen und durch seine Phönixfähigkeiten nach Sphinx geflogen. Dabei ist die Insel Sphinx etwas ganz Besonderes, und wie ich denke, wurde das von Oda extra so gemacht, damit eben das passieren wird, was ich euch jetzt beschreiben werde. Denn die Insel Sphinx ist eigentlich so, dass ein riesiger Fels in der Mitte ist und erst im Inneren des Felsens, wenn man durch einen Wasserfall hindurch geht, sieht man, was wirklich auf der Insel Sphinx ist, und zwar ein Dorf, und zwar das Heimatdorf von Whitebeard. Das heißt, von außen sieht man nicht, was auf Sphinx Island passiert, weil ein riesiger Felsen das ganze Dorf umringt. Und wenn wir jetzt mal auf One Piece Kapitel 909 schauen, das war das erste Kapitel, in dem wir Marco nach dem Timeskip gesehen haben, da hat Marco gesagt, ich kann nicht nach Wano Kuni mitkommen zu Nekomamushi, weil ich auf die Insel aufpassen muss, denn ich rechne damit, dass Edward Weevil demnächst auftauchen wird. Im Endeffekt ist Marco doch noch aufgetaucht auf Wano Kuni, und das kann eigentlich nur eins bedeuten, und zwar, er hat, damit er Ruffy beschützen kann, beziehungsweise damit er eben Ruffy helfen kann, die Heimatinsel von Whitebeard, und zwar Sphinx Island, verlassen, um wie gesagt eben auf Wano Kuni helfen zu können. Doch gerade das wollte Marco eigentlich nicht tun. Er wollte eben nicht die Insel verlassen, weil er damit gerechnet hat, dass Edward Weevil in der nächsten Zeit auftauchen wird. Und wie ich denke, ist das auch passiert. Ich denke, dass Edward Weevil in der Zwischenzeit während dem Wano Kuni Arc auf Sphinx Island aufgetaucht ist und die komplette Insel bzw. das komplette Dorf im Inneren zerstört hat. Das heißt, ich denke, wir werden in One Piece Kapitel 1060 sehen, wie Marco auf Sphinx ankommt und sieht, dass alles in Schutt und Asche ist, dass alles zerstört ist. Wahrscheinlich auch, dass das ganze Dorf brennt, was wir auch gesehen haben bei Edward Weevils ersten Auftritt. Da hat auch eine ganze Stadt gebrannt, als Edward Weevil die Piratenbande rund um Ao, einen ehemaligen Verbündeten von Whitebeard, getötet hat, so wie es aussah. Und ich denke, es würde dramaturgisch perfekt passen zu einem Antagonisten wie eben Edward Weevil. Denn die Insel Sphinx bzw. deren Bewohner sind unfassbar arm. Whitebeard hat, als er noch gelebt hat, seine gesamten Schätze an die Insel Sphinx geschickt, damit die Menschen auf Sphinx überleben können. Ansonsten wäre es für sie extrem schwer, weil die Insel an sich nichts hat. Und ich denke, genau sowas würde perfekt passen, damit man einen Hass aufbauen könnte zu Weevil, was eben auch das Ziel ist von Oda für einen Antagonisten wie eben Edward Weevil, weil die Insel nichts hat, die Menschen haben gar nichts, sie sind extrem arm, und Weevil greift die Insel an, zerstört die komplette Insel, weil er eben Schätze haben möchte, was genau auf dieser Insel eben nicht der Fall sein kann, weil die Insel gar nichts hat. Es kann natürlich sehr gut sein, dass Weevil schon in der Zwischenzeit Sphinx Island wieder verlassen hat, weil ja auch die Roter Piraten bzw. weil ja auch Shanks kein besonderes Haki auf der Insel gespürt hat, aber ich denke, das muss in dem Fall eben nichts bedeuten. Ich kann mir auf keinen Fall vorstellen, dass Marco auf Sphinx Island landen wird und dort alles okay sein wird. Das heißt, es muss irgendwas passiert sein, wie ich denke, und entweder, wie gesagt, Weevil hat es schon getan und ist schon wieder weg, oder Weevil hat es erst vor kurzem getan oder ist gerade auch dabei. Und das heißt, auch wenn Marco auf Sphinx auftauchen wird, ist auch Weevil dort und es wird zum Kampf kommen. Von Edward Weevil und Miss Bucking gegen Marco. Und ich denke, Miss Bucking war vielleicht früher stark, heutzutage sieht es eben nicht so aus. Das heißt, der Kampf der beiden Söhne von Whitebeard. Erstmal Weevil, dem anscheinend den Fake-Sohn von Whitebeard, und Marco, auch nicht der leibliche Sohn von Whitebeard, aber eben wirklich schon der Sohn, weil für Whitebeard alle seine Mitglieder seine Söhne waren. Und ich denke, dann werden wir auch die beiden neuen Kopfgelder von Marco und von Weevil sehen. Marco hat ein Kopfgeld von 1,374 Milliarden Berry, bevor er auf Wano Kuni aufgetaucht ist. Ich denke, durch den Krieg auf Wano Kuni wird Marco auf jeden Fall eine Erhöhung bekommen haben. Und auch Edward Weevil, dessen Kopfgeld lag bei 480 Millionen Berry, bevor er zum Samurai der Meere wurde. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Weevils Kopfgeld schon über die 2 Milliarden Berry Grenze geht. Weil ich schon denke, dass ein Charakter wie Weevil, der alleine agiert, einen extrem großen Eindruck schinden muss. Und deswegen wäre ein Kopfgeld von über 2 Milliarden Berry über dem von The Crocodile auf jeden Fall sehr passend, wie ich finde. Denn Stand jetzt haben wir auch keinen einzigen Charakter in One Piece, der ein Kopfgeld hat von 2 Milliarden bis 2,999 Milliarden Berry. Das heißt, Crocodile hat ein Kopfgeld von 1,965 Milliarden Berry. Und die nächsten Kopfgelder wären dann eben die von Ruffy, von Law und von Kid. Das heißt,
Kein Charakter stand jetzt in One Piece, hat ein Kopfgeld, das vorne eine 2 hat und im Milliardenbereich ist. Deswegen wird Weevil, wie ich denke, eben ein Kopfgeld haben von über 2 Milliarden Berry. Vielleicht sogar schon fast von 3 Milliarden Berry. Und das Kopfgeld von Marco wird, wie ich denke, schon eher in die Richtung von 2 Milliarden Berry gehen. Aber auf jeden Fall, es wird zum Kampf kommen von den beiden, wie ich denke. Und ich denke dann auch, dass Weevil natürlich gewinnen wird. Er ist der Antagonist und Marco hat schon so viel geleistet. Ich denke, da wird er auf jeden Fall eben verlieren. Und somit wird das ganze Geschehen rund um Edward Weevil auf jeden Fall sehr viel spannender. Aber ja Leute, was denkt ihr rund um Kapitel 1060, was passieren wird? Ich bin mir sehr sicher, dass Edward Weevil auftauchen wird und auf Marco stoßen wird. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was passieren wird. Lasst gerne ein Like dafür das Video und ihr könnt natürlich auch sehr gerne den Kanal abonnieren, um keine weiteren One Piece Videos mehr zu verpassen. Aber ja Leute, danke auf jeden Fall, dass ihr ein bisschen dabei wart und ich würde sagen, es war's dann auch. Bis dann und ciao.